Lebenswege. Manchmal verlaufen sie geradlinig. Manchmal gibt es Abzweigungen, Umwege, Verlangsamungen. Manchmal erzwingen die Umstände einen regelrechten Stopp und ein komplett neues Leben. Ich bin Antje Scheumann, bin 58 Jahre alt. Ich habe schon einiges erlebt in meinem Leben, auch etliche Brüche hinter mir, wo ich was völlig anderes gemacht habe als vorher. Und mit der Eisenbahn hat alles angefangen. Ich war 13 Jahre lang Fahrdienstleiterin bei der damals noch Bundesbahn. Heute lebt Antje Scheumann in Lüneburg. Eine kleine Wohnung, ein Zuhause nach mehr als einem Dutzend Jobs in zwei Kontinenten. Das kam so. Kindheit in Butzbach bei Frankfurt. 1966 ziehen ihre Eltern aufs Land. Antje erinnert sich an eine bemüht perfekte Familie, nach außen hin. Innen kriselt es. Heike, ihre ein Jahr ältere Schwester, erkrankt an Schizophrenie. Und während Antje brav ihre Beamtenlaufbahn verfolgt, verschlechtert sich Heikes Zustand im Heim. Schließlich bringt sie sich um. Mit 26 habe ich in Hamburg-Rahlstedt gewohnt und kriege den Anruf von meiner Mutter. Am Nachmittag, 18. Juni, war blauer Himmel, Sonnenschein, schönstes Wetter. Und meine Mutter sagte nur, es ist was ganz Schreckliches passiert. Und weil mein Vater auch mit Schizophrenie inzwischen diagnostiziert war, habe ich dann nur gefragt, wer ist es? Mir war schon klar, dass einer von beiden tot ist. Ja, und daraufhin habe ich dann überlegt, will ich leben oder nicht? Und das war der größte Einschnitt meines Lebens einfach. Und dann habe ich mich fürs Leben entschieden und habe mir gedacht, ja, das möchte ich nicht da hinterhergehen. Antje gibt ihren Job auf, bekennt sich dazu, Frauen zu lieben, wandert in die USA aus, kauft sich ein Grundstück in New Mexico. 2 Jahre geht das gut. Dann wird sie ausgewiesen. Antje ist ein Arbeitstier. Das geht nicht mit einem Touristenvisum. Zurück in Deutschland kommt genau das ihr zugute. Antje, ein Jobwunder auf 2 Beinen. Und da habe ich angefangen, Fleisch einzuschweißen, Würste einzuschweißen und zu putzen. Und dann ergab es sich im Tiefbau, gab es dann einen Fahrjob. Ich fahre unheimlich gerne Auto und habe dann da einen Job gekriegt, bis Autos, LKWs bis 7,5 Tonnen zu fahren. Ich bin auch eine kleine Statistikerin so in mir, tief in mir und führe auch gerne Buch über alles Mögliche und habe das mal aufgehört. Ich habe jetzt den 16., glaube ich, den 16., also die 16. Tätigkeit. Aktuell übt Antje 3 Jobs aus. Autotesterin, Naturführerin und Dozentin für Do-it-yourself-Seminare. Sie bringt Frauen bei, wie man mit typisch männlichem Werkzeug unfallfrei umgeht. Wie heißt es so schön? Die Axt im Haus erspart den Bräutigam. Das Sägeblatt zu wechseln ist einfach, indem man diese Schutzkappe hier abnimmt. Auf dem Programm tapezieren, sägen, bohren und schrauben. Die frisch gebackenen Heimwerkerinnen sind zufrieden. Und Antje macht es einen Heidenspaß. Der Grund? Die Begeisterung der Frauen hinterher, wenn sie sich trauen, ihre Projekte in Angriff zu nehmen, die sie vorgehabt haben, wo sie vorher noch ein bisschen gefremdelt haben, Angst gehabt haben. Und wenn sie dann so auf die Idee kommen, jetzt kann ich, jetzt will ich daran. Das ist für mich das Schönste. Antjes Fazit? Manche Menschen fragen sich ja, was habe ich falsch gemacht in meinem Leben, wo bin ich falsch abgebogen? Und ich muss sagen, ich bin immer nur durchgerast, mehr oder weniger, und habe mich dann hinterher irgendwann gefragt, warum bin ich da eigentlich richtig abgebogen? Und ich hoffe, so wird es den Rest meines Lebens bleiben. Wer weiß, vielleicht kommt die eine oder andere Abzweigung im Leben noch dazu.